Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Wir wollten morgen Abend ein Bierdosenhähnchen grillen und dafür müssen wir es heute schon vorbereiten. Wir haben das Hähnchen, ja, ich war lange auf der Jagd durch verschiedene Händler meines Vertrauens und das ist es dann geworden, das wunderschöne Stück. Wir haben es abgewaschen, trocken getupft und jetzt kommen wir dazu, es einzurahmen. Hans, gibst du mir bitte etwas Olivenöl? Ja. So, einfach nur ein bisschen drüber. Danke, danke, danke. So. Mein abtupfendes Hühnchen, auch die Bauchhülle nicht vergessen, das muss auch trocken gemacht werden. So. So, jetzt bitte einmal auf Anwürzer. Okay. So, einmal überlegen, dann klebt der Rapp etwas besser dran. Wir haben selbstverständlich unseren Rapp hier schon vorbereitet. Das ist dieser hier. Der besteht überwiegend aus Salz, geschonten Pfeffer und etwas Paprika. Und alle anderen Zutaten stehen wie immer, wie gewohnt, unter dem Video. Und da kann man aber auch kreieren, wie man möchte. So, schnell einreiben. Flügel nicht vergessen. So, und jetzt nicht vergessen, auch den Rapp. Das Hähnchen muss von innen hier auch etwas Geschmack kriegen. Da tun wir ebenfalls etwas rein. So, und verreiben es. So, und so vorbereitet, wie das Hähnchen jetzt ist, geht das gleich in den Gefrierbeutel und darf eine Nacht im Kühlschrank übernachten und in Ruhe durchmarinieren. Bis dann. Eine Nacht hat das Huhn jetzt im Kühlschrank verbracht. So sieht es nur aus. Es hat schön mariniert. Was wir jetzt vom Grillen noch machen, ist ein, zwei Rosmarin in die Bauchhöhle stecken. Das gibt noch ein tolles Aroma ab. Und wir werden das dann auf den Hühnersitz setzen. Das ist dieser hier. Da kommt in das Loch, in die Öffnung hier. Da kommt ein kleiner zwei Rosmarin rein und ein bisschen Bier, schön langsam gießen, damit es nicht so schäumt. Ja, so. Dann kommt der Halter drauf. Wir benutzen diesen Sitz, weil wir das etwas gesundheitlich bedenklich finden, was die Bierdose angeht. Man weiß ja nie, was da so ausdämpfen kann und deswegen nehmen wir diesen Biersitz, den Hähnchensitz. Die Arme, ganz wichtig, hinten in Schlafstellung, damit die Flügel nicht verbrennen. Dann nehmen wir hier eine Zwiebel, um die Halsöffnung etwas zu verschließen. Die wird da schön reingestopft. So, das kleine Stück hier auch noch. Alles schön rein. Und am Ende mit einem Zahnstocher die Haut in einem schönen Kreuzstich zumachen. Dass das Huhn oben geschlossen ist. Dann kann das Bier schön ausdämpfen und das Huhn kriegt ein herrliches Aroma. Und so geht das gute Stück gleich auf den Grill. Aber wir werden vorher noch, um das Brustfleisch nicht so trocken zu haben, ein Butter-Paprika-Edelsüß-Gemisch mit einer Spritze ins Brustfleisch schießen. Und die Spritze, die gibt mir Horst gleich an. So, dann Spritze ist fertig. Bitte schön. Sehr gut. Wir spritzen jetzt die Brust. So. Ja. Und so geht der gute Bursche jetzt auf den Grill. Der Grill hat jetzt die Temperatur von 180 Grad erreicht. Wir wollen zwischen 180 und 200 Grad das Hühnchen aufsetzen. Wir benutzen folgendes Equipment. Wir haben die beiden Kohlekörbe links und rechts, damit wir in der Mitte die indirekte Zone haben. Wir setzen das Hähnchen mittig auf. Jetzt brauchen wir circa eine Stunde, bis das Hähnchen eine Kerntemperatur von 75 bis maximal 78 Grad erreicht. Die letzten 10 Minuten wollen wir das hier mit unserer Mopsoße bestreichen, die aus Butter und Paprika-Edelsüß besteht, damit die Haut ordentlich kross wird. Und jetzt hast du eine Stunde Pause, Hühnchen. Bis gleich. Eine Stunde ist rum. Wir gucken mal, wie es ausschaut. Super. Das Hähnchen hat jetzt eine Kerntemperatur von 73 Grad. Wir wollen auf 75 Grad gehen und lassen das jetzt noch 10 Minuten drauf. Deswegen wird es jetzt nochmal mit unserem Butter-Paprika-Edelsüß-Gemisch bestrichen, damit die Haut schön kross wird. Und
dann ist es fertig. Flügel werden auch noch schön eingepinselt. So, hier schön an die Keulen. Auch hier was dran. Sehr, sehr schön. Kopf, hinten noch was. Nichts vergessen. Hans, warte mal, man sieht das nicht. So, jetzt machst du hinten auch noch mal kurz. Vernünftig. Oh, eine tolle Farbe. Das Schöne an diesem Hühnersitz ist, dass sich alles, was von dem Hähnchen runterläuft, unten in der Schale sammelt. Und das darf man auf keinen Fall wegtun. Das sollte man auf jeden Fall mit Baguette aufsaugen und kann das dann anschließend noch snacken. Und das schmeckt spitzenmäßig. So, als nächstes sehen wir uns zum Anschnitt und Tellerbild. Es ist angerichtet. Neighborhood Barbecue wünscht einen guten Appetit. Sollte euch das Video gefallen haben, dann bitte einen Daumen nach oben. Ansonsten, besser noch, abonniert unseren Kanal.